Ja, und warum wir das Ganze hier mit der Uhr gemacht haben und den neuen Charakteren hochleveln, das zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin euer Dan und wir schauen jetzt rein in ein ziemlich offenes Geheimnis. Ab geht's! Ja, was haben wir hier gemacht im Livestream? Der Duke und ich waren unterwegs in The Division 2. Wir haben neue Charaktere gestartet und haben ab Level 30 in der Warlords of New York Erweiterung gespielt und haben die auf Level 40 gebracht. Der Vorteil ist, mit dem neuen Charakter kriegt ihr auch eine neue Uhr von Aaron Kina am Ende der Kina-Mission, wenn ihr Level 40 seid. Und das sieht man jetzt hier. Ihr müsst die Uhr einmal freischalten. Da gibt es dann so ein kleines Tutorial für die Uhr, wie ihr die Punkte verteilt. Das ist relativ easy. Ich führe euch hier Schritt für Schritt durch und sage euch gleich auch am Ende des Videos, was das für Vorteile hat. Wir packen hier 2 Punkte erstmal auf Waffenschaden, um dieses Tutorial durchzuspielen. Es ist ein bisschen nervig, weil man das jedes Mal machen muss, wenn man eine neue Uhr bei einem neuen Charakter auf Level 40 bekommt. Aber die Vorteile, die sind besser als die Nachteile. Von daher gucken wir uns den ganzen Spaß hier an. So, nachdem das erste Ding verteilt wurde, werden hier die anderen Felder freigeschaltet. Und zwar haben wir dann Angriff, Verteidigung, Zusatz und Handling. Das ist dann freigeschaltet und ganz unten in der Mitte ist Plündern. Und das interessiert uns besonders. Da wollen wir jetzt mal reinschauen und das können wir jetzt ausnutzen. Vorher, bevor wir das benutzen, müssen wir aber einmal hier nach Washington reisen. Das haben wir im Livestream alles gemacht. Und wie gesagt, ich erkläre euch das eins zu eins und relativ easy. Den Spaß können wir schnell machen. Zack, da sind wir schon in Washington. Wir gehen rein. Wir müssen nämlich zu Inaya. Ich glaube, Kaya heißt sie, oder? Gehen wir mal schnell gucken hier. Zack, da ist sie. Inaya Kalik. So, die hat kontoweite Blaupausen. Das holen wir uns. Da können wir auf alle Blaupausen an der Verbesserungskonsole zugreifen. Und hier für 17 Credits kontoweite Materialien. Das ist nämlich das, was uns interessiert. Den ganzen anderen Schüsselarming brauche ich mit dem Charakter nicht. So, deswegen gucken wir jetzt einmal auf die Uhr. Nachdem wir diese Blaupause geholt haben, teilen sich alle 4 Charaktere einen Materialienpool. Und wir sehen, wir haben viele Materialien, aber wir können auch 437 Punkte verteilen auf Materialien. Das geht jedes Mal, wenn ihr einen Charakter auf Level 40 bringt und ja, die Ressourcen bleiben erhalten. Von daher kann man damit relativ flott viele Ressourcen zusammenfahren. So, ich gehe jetzt mal hier gucken auf Elektronik, zack, boom. Ach, was soll der Geiz? Drehen wir mal richtig auf hier. Zack, 450, 500 Materialien mit einem Schlag abholen. Das ist richtig schön und da kriegen wir ordentlich was zusammen. Druckerfilament habe ich recht wenig. Feldaufklärungs- und SHD-Kalibrierungsdaten können wir auch nochmal ein bisschen was machen. Ach komm, hier Druckerfilament, gib ihm. Da gibt es 10 pro Punkt, also hauen wir die Leiste voll, 500 Punkte, zack, 50 Punkte weg, 500 Druckerfilament bekommen. Also wenn ihr da Materialien braucht, ist das hinterher im Endgame zum Optimieren und Craften ein super Weg, um schnell an Materialien zu kommen. Fürs Durchspielen von Level 30 auf 40 braucht man in einem guten Team locker 3 bis 4 Stunden. Wenn man richtig, richtig schnell ist mit Plan rangeht, dann geht das auch in 90 Minuten. Aber das ist schon hardcore, da braucht man wirklich einen, der einen durchzieht, der Endgame Max quasi ist und die anderen können da mitlaufen. Das ist tatsächlich recht anstrengend. Wir haben uns für den langsamen Weg entschieden, haben das in 3 bis 4 Stunden gemacht und über mehrere Tage verteilt und dann ging das auch ganz entspannt. Aber es lohnt sich, wenn man 4 Charaktere hat, kriegt man nämlich auch mit jedem Aufleveln quasi einen SHD-Punkt auf jeder Uhr von jedem Charakter, also 4 Punkte mit jedem Levelaufstieg. Das ist eine schöne Sache, das heißt, ihr vervierfacht quasi euren Materialien-Output, wenn ihr 4 fertige Charaktere auf Level 40 habt. Ihr müsst nicht spielen mit den anderen Charakteren, ihr könnt mit eurem Hauptcharakter weiterspielen. Die ganzen Twinks, die ihr da noch habt, die können einfach wild rumliegen im Hauptmenü. Das ist scheißegal. Und ihr könnt ja auch theoretisch sagen, ey, ich spare mir bei einem Charakter jetzt die nächsten 50 Level einfach die Punkte und hole die nicht ab. Und die könnt ihr dann hinterher auszahlen. Wenn ihr mal knapp bei Kasse seid, was irgendwelche Materialien angeht, könnt ihr den dann einfach einlösen. Und das ist tatsächlich ein schönes System. Das mache ich auch so. Das ist nicht, ja, ich würde es gar nicht sagen, groß schummeln, das ist ja vom Hersteller so gewollt. Von daher würde ich sagen, wir nutzen einfach die Möglichkeiten des Spieles vollumfänglich aus. Das ist tatsächlich hier
kleiner Trick, den wahrscheinlich viele kennen, hoffe ich mal. Falls nicht, haben wir jetzt ein kleines Erklärvideo dazu. Und ich hoffe, ihr versteht es. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze so findet und was ihr noch wissen wollt. Vielleicht können wir noch ein paar Videos dazu machen. Und ich habe eine Frage noch an euch, rein technisch zu PS5. Habt ihr Stick Drift am DualShock Controller? Bei der PS5, beim DualSense, Entschuldigung. Denn ich habe in letzter Zeit auf meinem ersten DualSense gemerkt, dass der linke Stick einfach mal nach links steuert. Mittendrin, random beim Spielen, richtig nervig. Schreibt mir da mal in die Kommentare, ob ihr auch da so Technikprobleme habt. Würde mich interessieren. Da sind wir auch schon beim Outro, Leute. Beim Abspann. Dankeschön fürs Zuschauen. Falls euch das gefallen hat, gibt es ein Abo auf oben rechts und unten rechts gibt es noch mehr Videos von uns. Ja, klickt da mal drauf. Würde mich sehr freuen, euch hier wieder begrüßen zu können. Und ich kann eigentlich nur noch sagen, bis zum nächsten Livestream und bis denn, euer Dan. Tschüss.